Vielen Dank. Ich muss das hier mal ein bisschen runter machen. Herr Kollege Wolf ist so groß. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich gebe zu, es wird ein bisschen kompliziert. Der Baunutzungsplan ist ein komplexes Thema. Und deshalb will ich hier am Anfang sagen, er ist 1958 aufgestellt worden. Beschlossen ist er 1960 vom Senat. Und er gilt nur für den Westteil der Stadt. Bei der Gelegenheit ist ein Blick in die Verfassung von Berlin ratsam, konkret Artikel 65. Ich zitiere: Parallel zur Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse in Berlin sollen Rechtsvorschriften, die bisher nur in Teilen des Landes Berlin galten, durch Rechtsvorschriften ersetzt werden, die im ganzen Land gelten. Zitat Ende. Der Baunutzungsplan hat als Bebauungsplan Gesetzescharakter und insofern greift der Artikel 65. Aber es geht aktuell um diverse inhaltliche Konflikte mit diesem Plan, die an der Kleingartenkolonie Öhnhausen in Wilmersdorf mehr als deutlich geworden sind. Im Baunutzungsplan ist das nämlich eine Baufläche, in diversen Flächennutzungsplänen seit Ende der 70er Jahre aber grün. Der erfolgreiche Bürgerentscheid von 2011 wurde nicht umgesetzt, weil der Bezirk es nicht vermocht oder gewollt hat, den Baunutzungsplan durch neues Baurecht abzulösen. Fakt ist, solange der Baunutzungsplan mit anderen Planungszielen des Landes kollidiert, besteht Handlungsbedarf und das schon seit sehr langer Zeit. Das Fortbestehen des Baunutzungsplans führt zu rechtlichen Komplikationen. Es stellt sich die Frage, ob durch Planänderungen Ansprüche auf Schadenersatz ausgelöst werden. Wann wäre der Stichtag zum Beginn der sogenannten Siebenjahresfrist, nach deren Ablauf kein Anspruch darauf mehr besteht? Wann war dieser Tag für Öhnhausen? Mit dem Beschluss 1960? In den 80er Jahren mit dem letzten Flächennutzungsplan in West-Berlin 1984 oder erst mit dem Erschließungsangebot des Investors von 2011? Zu dieser Frage gab es unterschiedliche Rechtsgutachten. Die einen sagten, die Frist sei längst verstrichen, die anderen sagten, sie hätte gerade erst begonnen. Wir wollen auch deshalb rechtliche Klarheit und fordern, dass auf der Grundlage des Flächennutzungsplans, wenn nötig, neue Bebauungspläne aufgestellt werden. Ein weiteres Problem. In Gebieten des Baunutzungsplans ist die Errichtung von Gebäuden, die nicht Sonderbauten sind, genehmigungsfrei. Nach § 62 neu oder 63 geltende Bauordnung gilt, Zitat, eine bauliche Anlage, die kein Sonderbau ist, bedarf keiner Genehmigung und ist genehmigungsfreigestellt, wenn das Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt und den Festsetzungen nicht widerspricht oder die erforderlichen Befreiungen erteilt worden sind. Zitat Ende. Der Baunutzungsplan ist also aktueller denn je, weil er nicht einmal ein Genehmigungsverfahren nach sich zieht. Das verhindert im Übrigen politische Kontrolle und öffentliche Beteiligung an der Stadtentwicklung und deshalb wollen wir den Baunutzungsplan aufheben. Vielleicht noch ein Argument. Ohne einen neuen Bebauungsplan kann auch das Modell der kooperativen Baulandentwicklung nicht zur Anwendung kommen. Ein Anteil von Sozialwohnungen kann nicht durchgesetzt werden. Ebenso wenig die Mitfinanzierung der sozialen Infrastruktur. Das Gerede von der gemischten Stadt ist an der Stelle Makulatur. Das Fortbestehen des Baunutzungsplans verursacht ökologische Konflikte. Die mögliche Verdichtung steht teilweise im Widerspruch zu übergeordneten Planungsabsichten und das ohne den erforderlichen ökologischen Ausgleich. Zusammengefasst, Baunutzungsplan und Planungskultur passen nicht zusammen. Ein uralt Planungswille ist Grundlage für eine bald 60 Jahre später erfolgende städtebauliche Entwicklung ohne die geringste Beteiligung der Öffentlichkeit. Der Senat hat in der Beantwortung meiner Anfrage eingeräumt, dass Befreiungen von diesem Plan erteilt wurden mit Überschreitungen der zulässigen Bebauungsdichte um bis zu 100%. Grundzüge der Planung sind da nicht nur berührt, sie werden schlicht negiert. Der Baunutzungsplan ist nur noch Staffage. Er täuscht einen Bebauungsplan vor, den es in Wirklichkeit nicht gibt. Ohne Bürgerbeteiligung sind der willkürlichen Aushandlung von Investoren und Bezirksämtern hier Tür und Tor geöffnet. Auch an den Flächennutzungsplan fühlt sich dann keiner gebunden, denn der ist ja nachrangig. Beispiele gibt es in vielen Bezirken, von Charlottenburg-Wilmersdorf über Tempelhof-Schöneberg bis Friedrichshain-Kreuzberg. Zu hören ist von kompensatorischen Maßnahmen für Verwaltungsermessen. Sie können sich jetzt da bitte selbst drunter vorstellen, was das sein könnte. Um es klarzustellen, wir möchten den Baunutzungsplan nicht ersatzlos außer Kraft setzen. Wir wollen aktuelle Bebauungspläne.
Der Senat sagt selbst, nach fast 60 Jahren seiner Geltung bildet dieser Plan kein einheitliches Ganzes mehr ab. Seine Planungsprinzipien sind weitgehend nicht mehr Maßstab für die städtebauliche Entwicklung. Uns ist klar, das ist kein schnelles Projekt, aber wann wollen wir denn anfangen? Wenn wir heute ein Datum der Ablösung beschließen und den Senat zu den notwendigen Schritten auffordern, dann können Bezirke und Abgeordnetenhaus rechtzeitig die neuen B-Pläne auf den Weg bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lomb.